Hi. Ich brauche halt mal der Hilfe, weil ich habe so viele Pflanzen zum Lernen und ich tue mir da total schwer. Also der beste Tipp, den ich dir jetzt zuerst geben kann, ist, wenn du Interesse für die Pflanzen hast, dann lernt sich das viel leichter. Du fängst am besten an mit einem Grundstock an Pflanzen, so die gängigsten Pflanzen. Damit wirst du immer wieder in Kontakt kommen und dann hast du da schon mal einen Grundstock. Am besten ist, du lässt dich auch nicht abschrecken von der ganzen Literatur und den Stapeln an Büchern, weil es ist gar nicht so schlimm, wie es vielleicht für dich jetzt den Anschein hat. Also du kannst dir das ja auch dann in kleine Häppchen aufteilen oder thematisch gliedern. Ja, wir haben in der Schule auch so verschiedene Kategorien mal gelernt, irgendwie mit Pflanzen, die in der Sonne wachsen und eher im Schatten oder irgendwie so Halbschatten oder sowas, glaube ich, gibt es nur, und auch mit Wasser. Soll man das irgendwie so einteilen? Das sind die Lebensbereiche der Stauden. Wenn du das in klare Kategorien einteilst, da tust du dich leichter mit dem Lernen. Kann ich das dann auch irgendwie noch Blütefarbe oder noch Blätter oder irgendwas sortieren? Oder wie? Ja, genau, das ist zum Beispiel auch was, da tust du dich wahrscheinlich auch ganz leicht. Du kannst natürlich sagen, du möchtest jetzt erstmal nur den Blühaspekt betrachten, zum Beispiel von dieser Echinacea oder so. Oder das Laub, wie beim Salbei hier zum Beispiel, hast du dann im Prinzip ja auch was, was fast ganzjährig zur Geltung kommt. Da hast du natürlich auch eine schöne Blüte, aber da ist jetzt der Hauptaspekt dann auf dem Laub zum Beispiel, so ein bisschen silbrig und mediterran. Oder so was Leuchtendes, wie bei der Wolfsmilch. Oder so Komplementärkontraste. Das kannst du dann auch in Grüppchen einteilen zum Beispiel. Dann lass uns doch jetzt einfach mal ein paar Pflanzen durchgehen. Das machen wir jetzt mal nach dieser 5-Minuten-Methode, wo wir dann jeden Tag uns das mal anschauen für 5 Minuten. Was haben wir denn zum Beispiel hier? Das ist jetzt eine Echinacea purpurea, ein Scheinsonnenhut. Da haben wir jetzt die Sorte Alba. Den gibt es aber auch in ganz verschiedenen anderen Farben. Dann haben wir hier zum Beispiel eine Calamintha nepeta. Das ist ein Quendel für den Randbereich geeignet und ist auch eine unheimliche Bienen- und Insektenweide und hat auch einen ganz langen Blütezeitraum und ist sehr dankbar. Das ist ein Steppensalbei. Ist auch eine sehr dankbare Pflanze, weil die mit trockeneren Böden zurechtkommt. Die gibt es auch in verschiedenen Farbtönen. Ganz viele Blautöne hast du da und auch unterschiedliche Höhen und sehr lange Blütezeiträume. Das ist also jetzt Salvia, Nemorosa, Caradonna in dem Fall. Mhm. Und wenn du dir jetzt einfach Salvia, Nemorosa merkst, dann kommen die Sorten nach und nach. Sinn dieser Methode ist ja, dass du das dann am Ende auch erklären kannst. Und deswegen machen wir es jetzt mal so, dass wir jetzt nochmal vorne anfangen und es nochmal durchgehen. Und du mir jetzt nochmal alles, was du jetzt behalten hast, zu der Pflanze dann erzählst. Ja. Das Bienenweide ist auf jeden Fall, dass so typische Farben eher so die Pinktöne und die helleren Rosatöne sind. Und dass sie erst relativ spät beginnt zu blühen. Das ist ein Salbei, ein Salvia. Oder? Mhm. Und der hat eben so, ja, typisch grünlich-silbrige Blätter und hat eben einen Duft. Das war doch die Echinacea, oder? Mhm. Und weiter? Echinacea purpurea alba. Genau. Alba, glaube ich, steht ja für weiß. Genau. Die blüht eben weiß, die duftet auch und ist, glaube ich, auch Bienenweide. Dann hat man den noch, das ist die Euphorbia, die Wolfsmilch. Und da weiß ich noch, die hat eben diese sehr großen Blüten. Und da ist eben auch noch Milch drin. Und die soll man nicht auf die Haut kriegen oder in die Augen, weil die ist giftig. Also, alles klar, oder? Und dann schauen wir jetzt, dass wir das halt regelmäßig dann umsetzen. Und dann können wir gleich morgen damit anfangen auf der Baustelle. Weißt du was, Leni? Machen wir ein paar Minuten Pause, oder? Dann schauen wir mal ein paar Pflanzen durch. Da hinten sind ein paar schöne Kletterpflanzen. Ja, die haben wir eh neulich in der Schule erst gemacht. Okay, dann schauen wir mal, was hängen geblieben ist. Okay. So, also, weißt du, was wir da vor uns haben? Ich weiß auf jeden Fall, es ist ein Wein und der heißt ja Vitis auf Latein. Genau, also bei dem ist wichtig, das ist Vitis vinifera, das ist der echte Wein. Mhm. Ja, das ist den, wo man die Trauben dann auch essen kann. Was wichtig ist, man nimmt immer Sorten her,
Die muss man nicht auswendig wissen, aber dadurch kann man eben sagen, helle, dunkle Trauben, den Geschmack kann man sagen, die Größe der Trauben, die Süße. So, Leni, schauen wir her, das ist auch noch ein guter Tipp, den was ich immer habe. Das sind jeweils die Etiketten von der Baumschule. Das ist jeweils die Gattung, die Art und die Sorte. Und dann stehen auch jeweils die Qualitäten von der Baumschule da. Kennst du die? Ja, das Solitär quasi, das ist die Form der Pflanze. Dann dieses 3XV, das steht dafür, wie oft es in der Baumschule verpflanzt worden ist. So, Leni, weißt du, was wir hier für eine Heckenpflanze haben? Das ist auf jeden Fall Buche. Und ich hätte jetzt wieder vom Blattrand her gesagt, dass das Fagus ist. Genau, also ist Rotbuche. Das ist Fagus sylvatica purpurea, ist die Blutbuche. Und an der ist besonders eigentlich die Färbung innerhalb von dem Blatt. Man sieht selber, jede Pflanze ist ziemlich unterschiedlich. Die eine ist schon fast purpurschwarz und dann geht es ins Grüne über. Wenn man eine lange Hecke hat, dann wirkt es halt ein bisschen aufgelockert vom Farbverlauf her. Auch die Herbstfärbung ist ziemlich unterschiedlich, geht auch sehr stark ins Rote rein. So, und damit wir den Lernprozess für dich jetzt nochmal beschleunigen, habe ich jetzt noch eine kleine Aufgabe für dich. Jetzt haben wir ja hier das Bestandsbeet und du könntest jetzt ja mal schauen, was du jetzt meinst, was sich da gut einpassen würde in diese Lücke, die wir da jetzt haben, dass das wieder ein schönes Gesamtbild abgibt. Und dann wäre es vielleicht auch ganz cool, wenn du mal direkt in die Staudengärtnerei fährst, dann kannst du dich auch nochmal beraten lassen. Ja, könnt ihr mal gemeinsam überlegen, was da jetzt vielleicht reinpassen würde. Ja, passt. Hallo, ich bin die Magdalena und mir ist empfohlen worden, dass ich mal in eine Staudengärtnerei kommen soll. Und jetzt wollte ich mich fragen, ob es da ein paar Tipps vielleicht gibt. Na klar, ich denke, das kriegt man hin. Okay. Wir haben hier in der Gärtnerei versucht, die Stauden so ein bisschen nach ihren Bedürfnissen, also angelehnt an die Lebensbereiche, aufzustellen. Siehst du hier schon an den Schildern, also zum Beispiel Steingarten und Beetstauden. Die Steingartenstauden oder die sonnenhungrigsten Stauden stehen bei uns mittig, weil da die meiste Sonne hinkommt. Und dann sind eben die Beetstauden oft auch die, die halt sehr viel Wasser und Dünger brauchen, weshalb die natürlich auch recht nah an den Wasserquellen, also an den Regnern stehen. Hier wollte ich dir mal erklären, dass man manchen Pflanzen schon ansieht, wo sie eben stehen wollen oder was sie vertragen. Wir haben hier den Wollziest. Das ist Stachys byzantina. Wenn du den mal anfasst, merkt man eben, der hat eine ganz, ganz feine Behaarung, silbrig-grau. Und das ist eben eine Methode des Sonnenschutzes für die Pflanze. Die kann und will eben sehr sonnig und sehr durchlässig und trocken stehen. Bei der kleinen Artemisia, hat eben ein ganz feines Blatt, auch eben um die Verdunstungsfläche zu reduzieren. Die kann eben auch sehr gut trocken und sonnig stehen. Und den hier, den kennt, glaube ich, ein jeder. Das ist der Lavendel, Lavandula angustifolia. Du kannst gern mal reiben und dran schnuppern, dann hat man so einen Duft damit verknüpft. Der hat eben auch dieses silbrig-graue Blatt und ganz schmale Blätter. Also Folia ist ja immer das Blatt und Angustus ist eng oder schmal, also schmalblättrig. Kann man sich dann vielleicht auch ganz gut herleiten, wenn man die Wiederholungen hat. Folia kommt ja doch öfter mal vor bei botanischen Namen, dass man sich das verknüpft. Und im Gegensatz dazu haben wir dann eben die Funkien, die Hostas, die im Schatten stehen können und wollen und eben eine ganz große Blattfläche haben. Also die sammeln eben dann die Sonne ein, brauchen nicht so viel und können aber eben sehr gut schattig stehen. Wenn man die in die Sonne setzt, dann verbrennen die eben durch diese große Blattfläche und das vertragen sie einfach nicht. So, jetzt sind wir hier bei den sonnigen Kandidaten, haben die Sonne schon im deutschen Namen. Also wir haben hier den Sonnenhut, die Rudbeckia, dann haben wir Helenium, die Sonnenbraut und wir haben Heliopsis, das Sonnenauge. Vielleicht hast du ja eine Idee, wie du dir es besser merken kannst, wenn du sie jetzt so nebeneinander siehst. Ja, vielleicht wie man sie Eselsbrücken oder sowas bildet. Wie dort zum Beispiel die Sonnenbraut, weil die noch unten blühen. Vielleicht, dass das ein bisschen ausschaut wie Brautkleid oder sowas. Oder da eben in der Mitte das Dunkle, vielleicht wie ein Hut. Ja.
Oder dass man sich das irgendwie so leichter merken kann. Genau. Ich denke auch, dass man sich da Eselsbrücken baut und es sich auch nebeneinander mal anguckt. Das ist einfach auf Fotos doch immer anders. So, hier haben wir jetzt ein paar Stauden, die man gut erleben kann, entweder weil sie riechen oder weil sie eben auch haptisch, also weil sie pieksen. Kennst du denn welche davon? Weißt du, welche das sind? Ja, das haben wir auf jeden Fall in der Schule schon mal gehabt. Das ist ein Sedum, glaube ich. Ich glaube, das ist eine Fetthenne. Mhm. Und die erkennt man eben an den dicken, fleischigen Blättern, weil die da Wasser drin speichern. Genau. Es gibt halt auch noch Pflanzen, die wo duften. Mhm. Oder wo man halt auch Gewürze oder sowas draus machen kann. Genau, da haben wir hier zum Beispiel den einen Kandidaten. Kennst du den? Ich glaube, das ist ein Oregano, oder? Mhm, genau, sehr gut. Kann man auch eben verkochen für alles Mögliche, Pizzasoßen, Pasta und so weiter. Weil ich da gerade überall die Gräser sehe, hast du da vielleicht auch ein paar Tipps? Ja, also es ist natürlich eine Fülle. Das ist auch schwierig zum Lernen, das glaube ich schon, weil sie doch recht ähnlich sind. Aber hier haben wir zum Beispiel in der Gärtnerei schon mal versucht, ein bisschen aufzuteilen nach den niedrigeren Gräsern. Also da sind jetzt zum Beispiel sowas wie der Bärenfellschwingel, die halt wirklich flach und polstrig wachsen. Und hier sind dann die größeren. Insgesamt sind wir hier bei den sonnigen Gräsern. Die schattigen sind eben in der Schattenhalle. Also das ist ja auch immer schon mal ganz hilfreich, dass man weiß, wo sie grob hingehören. In der Staudengärtnerei kannst du ja jederzeit kommen und kannst dir dann einfach auch die Pflanzen angucken. Und gerade bei den Gräsern haben wir eben sehr frühblühende, wie zum Beispiel das Calamagrostis acutiflora, das jetzt schon verblüht ist, aber auch sehr schnell hochwächst im Frühjahr. Während jetzt die Chinaschilf, die Miscanthus, die brauchen einfach eine gewisse Wärme, bis sie wirklich hoch werden. Und wenn man da immer mal wieder vorbeiguckt in der Gärtnerei, kann man die auch wirklich sehr gut unterscheiden lernen, weil sie sehr unterschiedliche Austriebszeitpunkte und Blütezeitpunkte auch haben. Ich habe von meiner Ausbilderin nur Aufgabe gekriegt, weil wir haben ein Staudenbeet und da ist ein Loch drin und ich sollte mal mich beraten lassen, was da vielleicht noch mit einpassen darf. Mhm. Es steht in der Sonne komplett. Und rundherum haben Astern und Salbe ist schon mit drin, dass man da vielleicht noch was findet. Also eher ein durchlässiger Boden oder? Okay, also eher durchlässig vom Boden her. Wir haben eine Bewässerungsanlage mit drin. Mhm. Genau. Und was steht schon im Beet, dass man ein bisschen guckt, dass es dazu passt? So Echinaceen haben mit drin, in weiß. Dann ja so lilane Astern. Dann würde ich jetzt hier mal in Steppe und Steingarten gucken, was wir da ergänzen können. Katzenminze finde ich zum Beispiel immer ganz schön. Und die ist so für den Vordergrund, wird ungefähr 30 cm hoch und eher so ein bisschen flach wachsend. Ja, ich glaube, das war gar nicht so schlecht, weil das ist relativ am Anfang vom Beet. Ist dir noch irgendwas ins Auge gefallen, was du gerne noch reinpflanzen wollen würdest? Es ist ja Wolfsmilch schon mit drin. Die blüht ja gelb, vielleicht können wir das irgendwie nochmal mit aufgreifen ein bisschen. Es ist am Anfang sehr viel zu lernen, das ist klar, aber ich denke, wenn man eben sich regelmäßig mit beschäftigt, auch auf den Baustellen immer wieder guckt, was da blüht, dann kommt man einfach so rein und erkennt eben nach kurzer Zeit auch, dass doch die Katzenminze zum Beispiel sehr oft vertreten ist oder erkennst so eine Echinacea, den Sonnenhut dann recht leicht und dann kriegt man auch irgendwann Spaß dran, wenn man sieht, es ist nicht total uferlos, sondern es kommen auch wirklich immer die gleichen Pflanzen vor und es macht auch total Spaß, sich damit zu befassen, die wachsen zu sehen, sie blühen zu sehen und sie dann eben das ganze Jahr über beobachten zu können. Ja. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Pflanzen. Dann sage ich danke für die vielen Tipps. Sehr gern. Komm gerne mal wieder. Danke.
Jetzt haben wir natürlich auch noch das Thema Gehölze. Jetzt haben wir hier ein sehr schönes mehrstämmiges Exemplar. Erkennst du denn, was das sein könnte? Von den Blättern her hätte ich jetzt gesagt, das schaut aus wie ein Ahorn. Also wie ein Genau, das ist ein Azar. Und das ist jetzt eine Kreuzung aus dem Feldahorn und noch einem anderen Ahorn. Das ist jetzt Azar neglectum anne. Gelbe Herbstbelaubung hat der und so einen rötlichen Neuaustrieb. Also eigentlich sehr schön. Und das sind ja dann quasi die Früchte, oder? Genau, und wenn du die so abmachst, dann drehen die sich ja so runter und da erkennst du den Ahorn ja auch ganz gut dran. Und du schaust dir einfach immer alle Aspekte an, das Laub, die Knospen, die Früchte und die Rinde natürlich. Mhm. Und dann kommst du meistens schon auf zumindest Gattung und Art. Ja. Was du auch noch machen kannst, ist, du könntest zum Beispiel auch in einen Sichtungsgarten gehen oder in eine Baumschule. Den ersten Tipp, den ich dir geben darf, ist, das Ganze in gewissen Abständen zu machen. Also, jede Jahreszeit hat was Hervorragendes zum Bieten. Hier haben wir zum Beispiel die Vergilie. Wenn du jetzt in der Baumschule bist und du lässt deine Blicke schweifen und dann hast du eine rausgepickt, die dir jetzt irgendwie ins Auge sticht, in diesem Fall anhand der Blüte, dann ist der nächste wichtige Punkt meiner Meinung nach laut zum Sprechen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Vergilie habe, botanisch Vergela Florida All Summer Red, ich muss das laut sagen. Die botanischen Begriffe, die haben einen bestimmten Klang und den lerne ich nur, wenn ich es laut sage. Man kann es ja dann quasi als eine Art Pflanzenkatalog erstellen oder Karteikarten schreiben, Beutel machen, vielleicht besser wie aus dem Internet irgendwas raussuchen, selber Beutel schießen. Karteikarten finde ich immer super. Und es ist natürlich jeder ein bisschen anders im Lernen. Der eine schreibt gern Karteikarten, der eine sagt, ich brauche eine Excel-Liste, um das Ganze für mich in den Kopf nicht zu kriegen. Aber Karteikarten an sich finde ich gut. Und noch viel wichtiger finde ich, dass man die Bilder selber macht. Jetzt sind wir bei den Hecken. Wir haben hier verschiedene Musterhecken. Hainbuche, Thuja, Eibe. Also in diesem Fall haben wir ja die Eibe, immergrün, Thuja, immergrün. Und die Hainbuche natürlich nicht. Für uns als Galabauer ist wichtig, dem Kunden zum sagen, wie die Schnittverträglichkeit ist, was für Bodenansprüche natürlich haben, wie viel Pflanze auf dem Meter. Ja. Und das sind halt so Sachen, mit denen muss ich mich befassen, weil ich, wenn ich auf der Baustelle bin, dann will der Kunde das von mir wissen, oder? Ja. Und wir haben ja vorher auch gesagt, wir können ja diese Karteikarten machen. Und da kann man dann zum Beispiel also Kundenwünsche quasi draufschreiben und uns diesmal überlegen, quasi, welche Ansprüche Leute haben für Hecken. So, da gibt es ja auch oft die Problematik, dass sich so manches zum Verwechseln ähnlich schaut. Ja. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Hainbuche, die Carpinus betulus und die Fagus sylvatica, die Rotbuche. Da gibt es ja ein paar Unterschiede. Man muss sie vielleicht einfach ein paar Eselsbrücken bauen. Also in dem Fall, die Hainbuche, das Blatt von der Hainbuche erinnert mich immer an eine gewisse Chipsart. Daran kann ich es mir merken. Die Rotbuche, die ist ja viel glatter und glänzt leicht. Ja. Vom Blattabwurf ist es ja so, dass die Rotbuche über den Winter das Laub behält und dann im Frühjahr ziemlich spät abwirft und spät austreibt. Ja. Was haben wir jetzt zum Beispiel bei den Wildgehölzen? Da haben wir den Krategus und die Haselnuss. Das i-Tüpfelchen am Garten, das sind dann die Pflanzen. Ja. Fürs Klima, für uns, für unsere Kinder, das ist so wichtig. Und man fühlt sich viel wohler. Also in einem Garten, wo es grün ist, da ist die Luft ganz anders. Wenn das auch beinhaltet, dass der Weg zu dem grünen Garten ein bisschen steinig ist, das heißt, dass ich diese Pflanzen heute lernen muss, dass ich diese botanischen Begriffe laut 20 Mal vor mir her sagen muss. Und dass das natürlich immer wieder so Sachen sind, die muss man bis sie auswendig lernen. Wie groß, wie breit, wann blüht, welche Farbe, hilft halt nichts.
Und das Ergebnis ist ja dann, dass ich eine super handwerkliche Ausbildung habe und dass ich einen wahnsinnig vielfältigen Beruf ausüben kann. Und dieser vielfältige Beruf besteht halt eben nicht nur aus Maschinen und Beton und Stein, sondern ganz, ganz viel aus Pflanzen. Der Großteil liegt ja bei dir. Ja. Du musst sagen, ich muss mich nachhocken, ich muss rausgehen, ich muss von mir aus die Pflanzen lernen. Aber du hast ja noch Kollegen, als auch deinen Chef, deinen Ausbilder, ein bisschen fordern. So, auf der Baustelle, so, jetzt haben wir da ein Sortiment, das müssen wir pflanzen. Kannst du vielleicht zu der Pflanze ein bisschen was sagen? Die bleibt jetzt gerade besonders schön, die interessiert mich jetzt und da würde ich gerne ein bisschen mehr dazu wissen. Deinem Danken für die vielen Tipps. Ich wünsche dir natürlich eine gute Prüfung. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Das Wichtige ist halt, dass du da kontinuierlich dann am Ball bleibst und das regelmäßig machst und auch wirklich den Spaß daran nicht verlierst, weil dann lernt sich das wirklich viel leichter. Und wenn du Pflanzen nicht kennst, dann fragst du uns einfach als Ausbilder. Wir sind dann der richtige Ansprechpartner und werden dir dann sagen, was ist das für eine Pflanze, was ist das für ein Gehölz. Und so wirst du sehen, dass du relativ schnell dann dein Pflanzenwissen erweiterst.